es das Rote Kreuz gegeben, die sind mit einer Sammelbüchse in der Einkaufszone, die hat es auch noch nicht gegeben, aber in der Neuhauser Straße rumgegangen und da hat man halt ein Zehnerl rein und weg war es. Und heute, durch diese internationale Vernetzung, die ich veranlasst habe vor 2 Wochen, klappt übrigens sehr gut. Ich habe mir überlegt, nenne ich es World Wide Web oder Internet, geht ja das riesig rund. Auch Alicante TV funktioniert inzwischen schon fast perfekt. Ich sehe das Wippen, den wippenden Fuß des Schlagzeugers von JB's First. Darf ich dich kurz hier allein sitzen lassen? Okay. Weil dann gehe ich jetzt rüber, ich merke das, wenn ein Schlagzeuger mit dem linken Fuß wippt, dann heißt es immer was. Genau. Ja, genau. Bist du eigentlich auf Facebook? Nein. Er ist nicht auf Facebook, er gehört überhaupt nicht dazu zur Welt. Also wir haben uns entschieden, wir arbeiten mit diesem Facebook zusammen, weil die nett sind zu uns. Jetzt komme ich mal dahinter. Zu dir nochmal zu versuchen, mein letzter Klaviertest, das mit dem Weihnachtslied hat nicht hingehauen, mit dem hat auch nicht hingehauen. Was können wir zusammen spielen? Ja, wenn du magst, kannst du natürlich eine Bluesbegleitung spielen unten. Eine flüssige Begleitung. Also eine flüssige Begleitung hat sie bei uns im Klavierunterricht. Warte mal. Für Charity irgendwas getan? Habt ihr also... Ja, was... Oh, wann waren das? Also wir haben... Es passt überhaupt nicht in diesem Modernen. Also da müsstet wir aus... Da muss eine Liste runtergerattert werden. Wir haben für den Weltfrieden, für den sterbenden Regenwald und für die abschmelzenden Polkappen. Das muss rattern. Das haben wir auch schon gemacht. 2004 für ein Brunnenbauprojekt in Afghanistan. Und wir machen... An der Montessori-Schule auch noch. Für die Montessori-Schule oder? Für die Montessori-Schule, für die lern- und geistig behinderten Kinder dort. Für die normalen auch. Und dieses Jahr machen wir sogar noch ein Theaterprojekt. Genau, am 3.4. für das Theater und so fort machen wir ein Benefizkonzert im Orange House. Beides kenne ich nicht, deswegen kommen wir gleich mal zum nächsten Konzertveranstaltungsort von JB's First. Der ist nächsten Freitag in der Cordoba in Germer. Moment, Schnitt. Ich werde dich jetzt fragen, wann ist das nächste Konzert? Das ist ja on demand, was ja heißt, dass wenn in 2 Jahren jemand den Clip anschaut, dann saust der am Freitag, der schaut sich zum Beispiel am Dienstag an, in 2 Jahren, und geht am gleichen Freitag wohin, wo das Haus vielleicht schon abgerissen wurde. Also, heute ist heute und am wievielten? Am 20. Februar. Jahr? 2009. Genau, das muss man dazu sagen, man kann sich es ja auch nächstes Jahr noch anschauen. Also. Aber ich habe mal gehört, wenn die Fernsehstrahlen und die Internetstrahlen ins Universum kommen, kommen sie irgendwann wieder zurück. Das heißt, wir werden in 100 Jahren die Fernsehsendungen, die da ausgebreitet wurden, die wie ein Bumerang praktisch und dann, genau. Ja, ja. Es tut weh, wie ja, die, ja, kennt es schon, deswegen geht er ja nur. Die Jugend fantasiert. Halt so gerne. Ich habe das Programm vor 100 Jahren nämlich schon mal gesehen. Ich mache bereits die 4. Wiederholung dieser Show. Wir wiederholen alle 100 Jahre einmal, will er damit sagen. Okay, ihr seid also schon im Trend. Charity ist drin. Ja. Ich mache jetzt zum Beispiel demnächst einen Charity-Massenmord. Da bauen wir also woanders Erfolg auf und bringen es hier um. Das können wir Deutschen sehr gut, haben wir schon 2-mal gemacht. Und was haben uns die beiden Weltkriege nicht alles gebracht? Die ganze Prosperität, die wir heute erleben, haben wir nur diesem Zweiten Weltkrieg zu verdanken und den Marshallplänen. Weil die Demokratie wollte von euch keiner. Ich spreche jetzt gerade mit den Deutschen. Wir hätten heute noch keine Demokratie. Es gab eine fast so kümmerliche Art von Revolution. Nirgends hat es wirklich gebumst. Nirgendwo. Nirgendwo hat es. Wir hätten keine Demokratie. Ich will es bloß mal den anderen sagen. We wouldn't have a democracy in Germany if you would have bombed our houses. Mit Recht. So. Ich war ja nicht drin gesessen, sonst hättest du was erleben können. So. Das war das mit dem Keyboard. Ja, jetzt! Dieser Timeslot ist vorbei, da sind wir durch, das Fenster ist zu. Tut mir leid, den Joke hättest du früher anbringen können. Ja, aber du könntest. Kannst du das? Was heißt, kannst du das? Das Nachspielen? Nein, also. Ui, da spielt man mit der linken Hand alleine und dann kommt die Melodie dazu. So.
Möchten Sie so Jazz hören? Nein. Ramsey Lewis wird Sie sich umdrehen. Ist Ramsey Lewis, oder? Das ist Herbie Hancock. Sag ich doch. Herbie Hancock. Herbie Hancock kennt doch keiner von denen. So, jetzt kommen wir zum Rausschmeißer. Oder habt ihr noch viel mehr Lieder vorbereitet? Möchtet ihr noch ganz lange spielen? Sie hätten noch zwei, das wird schlimm. Da muss man jetzt, da haben wir jetzt ein Problem. Ja, da müssen wir einen Beitrag dazwischen reinquetschen. Den müssen wir schnell produzieren, so schaut er wahrscheinlich aus. Es gibt bei uns eine Rubrik, die heißt 90 Sekunden für den König. Die schauen wir uns jetzt nicht an. Zuerst hören wir unser Lied an. Und zwar heißt es? Mr. Marvin Geller. Mr. Marvin Geller. Der steht da draußen, schauen wir uns mal kurz an. Marvin Geller. Das ist Marvin Geller.